Wir sind immer noch mitten im Spiel gegen Richmond und wie wir sehen, für uns läuft es immer wieder sensationell gut in diesem Spiel, bisher zumindest. Ich weiß, das kann sich relativ schnell ändern, deswegen reiße ich die Klappe nicht zu sehr auf. Da sehen wir nämlich, der war schon mal nix. Ja, das war nix. Da lohnt sich auch nicht mehr reinrutschen. Ich weiß, einige werden jetzt schreiben, warum rutschst du nicht, aber da lohnt es sich nicht zu rutschen. Wenn man schon so weit weg ist. We played four full. Reading is out in front here, 5-1. Ja, aber dass wir 5-1 vorne liegen, liegt natürlich zum Teil auch an uns, denn wir haben mittlerweile schon 2 Umrundungen geschafft. Also wir tragen maßgeblich dazu bei, dass unser Team an der Spitze der Eastern Conference bleibt. Oh, wir sehen, alle Bases von denen sind besetzt. 2 aus Hamza. Das heißt, wir müssen nur noch einen von denen raushauen. Dann ist das Komm, den fange ich aus der Luft. Fly out, das war's. Können laufen, wie sie wollen. Sehr schön. That's how I roll. So they strike for 4 runs in the inning, but are denied a chance to really do damage as they leave the bases loaded. Last half of the 5th coming up, and we are all tied 5-5. Oh, steht schon 5-5? Das hatte ich jetzt aber nicht so ganz im Kopf. Na gut, wir liegen hinten. Verdammte Haxt. Haxt, habe ich gesagt. Jetzt eine Haxe. Ja, der ist doch mal gut. Der ist gut. Der ist richtig gut. Dann laufe ich weiter. Na, hier bleiben wir stehen. Da hätte ich vielleicht noch auf zu Third laufen können. Nice. As a young hitter, once you start figuring out how to use the entire field up there, it's going to make you a much more dangerous hitter. And he finds a gap here for a leadoff double. Also noch ein bisschen mehr Bums hinter dem Schlag und die Dinger werden zukünftig, glaube ich, deutlich häufiger aus dem Stadion fliegen. Ich meine, wir können uns nicht beschweren. Wir haben, glaube ich, 8 Homeruns diese Season geschlagen. Das ist in Ordnung. Also mittlerweile muss man ja sagen, in jedem, ja, lass uns nicht lügen, aber wir haben so ein paar Spiele gehabt, wo wirklich Homerun auf Homerun folgt. Also in jedem Spiel einer, oder in jedem zweiten Spiel, glaube ich, einer drin war. Das ist cool. Das freut mich einfach, weil ich finde, ich bleib mal hier stehen. Es ist mittlerweile einfach wirklicher Fortschritt zu sehen, zu dem gerade im direkten Vergleich mit dem, was wir am Anfang der Season gezeigt haben. Und ich glaube, das kann man einfach nicht kleinreden. Und das ist natürlich das, was die Reihe wahrscheinlich auch auszeichnet. Ich meine, wir sind jetzt, lass mich nicht überlegen, 35, 36, ich glaube, Part 37 ist das. Und wenn das jetzt nicht... Wenn das jetzt nicht Part 37 ist, dann, ja, das war Bullshit, was ich da gemacht habe. Kann man sagen, dass es 38 ist, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, ihr wisst ja ungefähr, wo wir seid. Und ich finde schon, dass einfach ein Fortschritt zu sehen ist, gerade was das Offensiv-Gameplay angeht, wo mir damals einfach die Beine schlotterten, wenn ich nur daran gedacht habe, dass ich auf die Platte gehen muss. Das war... Und mittlerweile ist es schon so, dass ich mir denke, yes, baby, komm. Oh, der verdaddelt's, der Kerl. Ja, wenigstens hat nicht nur ich's verhauen. Situation where he's probably keeping at least one eye on that runner at third base to see if he's breaking or not. But once he bobbles this thing, it's all academic from there. Ach, was ein Quatsch, ey. Nun gut, hier kriegen wir aber richtig auf den Sack. 11-5. Aber wir sind noch mal an der Platte dran, aber es wird auch nicht viel bringen. Gucken wir mal ganz kurz. Keine Base beladen, also pff. Eigentlich ist es hier relativ egal, was wir jetzt machen. Das geht jetzt nur noch darum, den Schnitt einigermaßen hochzuhalten, glaube ich. Ja, ne, der wird aus der Luft gefangen. Ja, das war abzusehen. War eigentlich ganz gut getroffen, glaube ich. Ja, wir sehen es. Good at bat. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, Coach ist einigermaßen stolz, glaube ich, auf uns. So, diesmal hat es nicht für den MVP gereicht. Wäre auch ein bisschen vermessen, den jetzt jedes Mal zu fordern, glaube ich.
Aber wir sehen es. Wir haben im First Inning, im Third Inning, haben wir es jeweils geschafft, eine ganze Umrundung zu machen. Ja, damit, wir können eigentlich ganz zufrieden sein damit. Also ich finde, es waren jetzt zwar nicht super glorreiche Momente in dem Spiel dabei, aber im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden. So, ja, einmal pur drin, ansonsten alles gut. Sehr schön. So, gucken wir mal. Ja, immer noch ein 600 Percentage war das. Also, da kann man nicht meckern. Wir gucken uns gerade mal die Standings an. Wir sind noch auf Position 1 mit zwei, ja, zwei Siegen mehr. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt gucke ich gerade mal, da sind die Division Standings. Schade, dass wir hier nirgendwo drin sind. Man konnte aber auch irgendwo... Player-Info, Fielding, Base Run. Hier können wir mal so allgemein sehen, wie wir in den einzelnen Kategorien momentan stehen. Wenn wir jetzt gucken, BR, Agilität, Speed. Ja, Speed ist mittlerweile nicht relativ hoch schon. Also, Na gut, Advanced mit Goals. Ja, ist noch ein bisschen was. So, wir werden jetzt natürlich... Oh, jetzt kriege ich zweimal den Locker-Room an. So, Richmond haben wir geschafft. Das heißt, wir können gegen New Britain. Aber gegen New Britain haben wir eigentlich schon mal gespielt. Also, ich bin mir da gar nicht sicher, ob wir das Spiel noch machen wollen. Oder ob wir dann tatsächlich zur nächsten Serie springen. Oder kann es sein, dass es schon die letzte Serie ist? So, ich breche da mal ab. Das erste Spiel wurde jetzt schon simuliert. Ist nicht ganz so schlimm. Das ist tatsächlich das letzte Spiel in New Britain. Und da werden wir jetzt noch definitiv eins machen. Ich finde, New Britain... Soll man... Wisst ihr was? Scheiß auf New Britain. Wir sind Erster, oder? Wir haben gegen New Britain schon gespielt. Gucken uns mal die Standings nochmal ganz kurz an. 80, ja, das Ding kann uns eh keiner mehr nehmen. Wir haben drei Siege mehr. Lass mal ganz gucken, das ist noch eins. Zwei, drei Spiele. Wisst ihr was, wir springen jetzt ans Ende. Was soll's? Was haben wir denn zu verlieren? So, congratulations! The Fighting Fields have finished the season at 81-61. And won their division. You will be taking on the Fisher Cats in the Division Series. Ja, um es nochmal zu setzen, Glückwunsch! Die Fighting Fields in den AA's haben ihre Saison mit 81-61 und einem 560er Percentage ihre Division gewonnen. Und wir treten jetzt gegen die Fisher Cats in der Division Serie an. Ja, also die Playoffs starten und jetzt wird es natürlich richtig spannend. Also jetzt kommt natürlich wirklich das, was das Spiel, ja, was ich mir gewünscht habe, dass wir genau das kriegen. Also dass wir hier, ja, in die Playoffs kommen. Und Playoffs sind einfach cool. So, hier sehen wir es jetzt gerade mal. So, das Bracket, Eastern League AA Baseball sind, also... Oben das Spiel wir gegen die Fisher Cats und unten treten die, was sind das, die Dire Wolves aus Game of Thrones gegen die Armors an. Ne, keine Ahnung, was ist das da? Unten Toggle Brackets. Ach, das sind mehrere. Hier ist das Southern Bracket, das die Texas League. Aber für uns ist natürlich hier nur das Bracket im Osten interessant. Und ich bin wirklich überlegen, wisst ihr was? Wir sparen uns den Start der Playoffs mal fürs nächste Video auf, denn wir werden jetzt... mal ein paar Trainingspunkte einfach investieren. So, ich will erstmal noch ein bisschen in Betting reinstecken. So, wisst ihr was? Komm, hau mal 100 rein. So, dann hier haben wir schon 52, das ist gut. So, hier Hitting Power, da kommt auch mal 100 rein. Na komm. Das manchmal springt so schnell voran. So, das haben wir auch. Ja, Power rechts auch nochmal. Komm, 80 Punkte. So, Swing Improvement. Wisst ihr was, da hauen wir jetzt 196 rein. Booyaka. So, und jetzt gehen wir auch nochmal rein, denn es sind die Playoffs und das heißt, ich will unseren Spieler... kurioserweise, wir haben die Nummer 8. Ich bin mir nicht relativ sicher, dass wir damals mit der Nummer 7 angefangen haben. Ich glaube, durch den Wechsel haben wir die 8 bekommen, aber wir lassen jetzt mal die 8, weil, ja, ich weiß nicht, aber ich finde einfach, das ist jetzt so eine Glückssache. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, ich will mal ein paar Änderungen. Ich würde ja auch sagen, hier kommen unseren Dreizack im Gesicht, den lassen wir auch mal. Was können wir noch anpassen? Vielleicht mal unsere Ausrüstung ein bisschen. Ja, den Handschuh brauchen wir,
brauchen wir natürlich, aber jetzt. Wir könnten den natürlich mal anpassen aufs Team. Der war aufs letzte Team vorhin abgestimmt. Aber ich glaube, es gibt so ein Bourbon-Rot oder ein anderes Rot noch, oder? Ist nur ein normales Rot? Oh, tatsächlich. Na gut, dann machen wir mal Rot und. Was machen wir denn mal? Blau. So ein bisschen sehr patriotisch, ne? Wenn wir jetzt. Wobei unser Spieler ist ja Ami. Ja. Black, Dark Brown. Ist das, sind so Entscheidungen, an denen könnte ich. Komm, wir nehmen mal dunkles Blau. An denen könnte ich ewig überlegen. So, ich finde, unseren Schläger könnten wir ein bisschen anpassen, denn der sieht nicht so aus, wie ich in Erinnerung habe. Da wollte ich mal eben den Tape-Style ändern. Wir nehmen mal den Tape-Style komplett raus. Jetzt können wir den Schläger mal ändern und ich würde fast sagen, wir nehmen mal irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir einen roten Schläger machen? Aber es sieht eher aus. Gut, im Video sieht es rot aus, aber auf meinem Bildschirm sieht es eher nach pink aus. Was haben wir da? Ja, wisst ihr, was ich mache? Aber einen blauen Schläger. Blue. So, was können wir denn noch? Ja, ich finde so ab und an ist es ganz gut, ein paar Sachen zu ändern einfach mal. Wir könnten den Helm, wo wir Helm haben wir schon häufiger angepasst. Ich würde es ja cool finden, wenn man ohne Helm antreten könnte. Aber ja, dein Gehen ist eigentlich komplett für Nüsse, dass man sich ja eine Frisur auswählt, weil wir haben ja eh die ganze Zeit den Helm auf der Rübe. So, komm, jetzt Playoffs, der Helm wurde mal geputzt, aber ich will nicht den Style haben. Wobei, komm, wählen wir den doch. Achso, das geht auch mit beiden Seiten. Sieht ein bisschen Panne aus, oder? Sieht so ein bisschen aus, als würden wir Musik hören. Ups. So, Cap. Ja, ich biege meine Kappe auch. Meine Cap auch immer so, wenn ich meine trage. So, Gläser. Black, ja, wir ziehen wieder in den Krieg, oder? Das heißt, es wird mal wieder Zeit hier für ein bisschen Gesichtsschmuha. Ja, auf jeden Fall. So, Turtleneck, ja, es ist ein bisschen schattig im Sommer, also können wir auch mal ein Turtleneck anziehen. Das finde ich natürlich auch großartig, dass hier Nike-Werbung platziert ist, so mittendrin. Left Sleeve, ja, wir könnten natürlich was drunter anziehen, finde ich ganz. Drei Viertel, was gibt es denn hier noch? Achso, es gibt sogar auch lange, sieh mal einen an. Das heißt, wir könnten Sommer, Winter komplett anpassen. Right Sleeve, so. Da sieht es wenigstens gleich aus. Was können wir noch ändern? Das Tape, nee. Pen-Style. Ist natürlich auch ganz interessant. Aber ich fand eigentlich das, was wir haben, so ein bisschen Baggy-Style nicht mal schlecht. So, die Schuhe vielleicht mal ändern. Na, komm, nehmen wir mal, bleiben wir mal da. Also auch wie viel Möglichkeiten es hier für Schuhe gibt. Also da kannst du dich ja tot beiwerfen. So, Catcher Mask brauchen wir nicht. Knee Saver auch nicht. Ja, das brauchen wir alles nicht, weil wir kein Catcher sind. So, das war schon bei den Accessoires. Wir könnten natürlich mal gucken, unsere Betting Stance mal wieder ändern. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht geändert. Wir haben noch immer Generic 1. Was ist denn hier drin? Guck mal, das sieht aber auch aus, als hätte einen Pups quer sitzen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Was denn hier anschauen? Also nur die Stands erstmal, okay. So was, wir nehmen uns den hier mal, Generic 20. Da könnte man sich jetzt, ihr seht es ja hier, da kannst du dich dumm und dämlich schauen. Das ist auch teilweise doofe bei, finde ich. Weiß ich nicht, lassen wir mal 20. So, das fand ich eigentlich ganz gut. Wenn er so die eine Hand loslässt am Ende. Jetzt können wir den Walk-Up mal ändern. Wieder ein bisschen so zu den Playoffs ein bisschen Abwechslung reinbringen. Practice Swing. Den. So, Stride. Also das, was er unten mit dem Fuß macht. So, Take Pitch. Home Run. Home Run will ich noch eben ändern. Bevor das Video endet. Das finde ich ganz cool. Der ist besser. So, dann finishen wir, denn das Video kommt auch zum Ende und beim nächsten Mal geht es mit den Playoffs los. Es wird Zeit, den Fischerkätzchen in den Arsch zu treten, liebe Freunde.